Sei gegrüßt, liebe Geschwister. Seid gesegnet im Namen Joshua. Wir wollen wieder einmal das Wort von Joshua teilen, denn das ist unsere wahre Nahrung. Seid gesegnet. Wir wollen vorher kurz beten, wie sonst auch immer. Herr Joshua, wir danken dir für deine Güte. Wir danken dir für diesen schönen Moment. Wir wollen uns wieder ernähren durch das lebendige Wort, durch das Wort, das ewige Wort, Vater, das wahre Wort, die Wahrheit, die du bist, Vater. Führe uns, reinige uns, bewahre uns, denn du kommst bald wieder zurück, Vater. Möge dein Geist uns führen, dein Geist uns lehren, Vater. Ich lasse diesen Moment in deinen Händen, in deinem Namen haben wir gebetet, im Namen Joshua. Amen. Seid gegrüßt, liebe Geschwister. Wir werden kurz sein, wir wollen kurz einfach die Gemeinde stärken durch das Wort, durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wir sind im Galater 3, im Buch von Galater 3, ab dem Vers 25. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid durch den Glaube Söhne Elohims in Yeshua, in Mashiach Yeshua. Denn ihr alle, die in Mashiach hineingekauft seid, ihr habt Mashiach angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Mashiach Yeshua. Wenn ihr aber Mashiach angehört, so seid ihr in Abrahams Samen und nach der Verheißung Erben. Amen. Wieso wollen wir kurz, die Gemeinde bauen, stärken, vor allem die ersten Schritte im Glauben machen, die werden sich mehrere Fragen stellen. Wieso so viele Konfusionen, wieso so viele Spaltungen, wieso so viele, ja, hier gibt es Trubel, dort gibt es Trubel und man sieht, okay, diese Nationalität gegen diese Nationalität und so weiter und so fort. Weiß gegen Schwarz, Tschetschenien gegen Araber in Dijon zum Beispiel, zu viel Trubeln. Der Herr Joshua hat schon davon prophezeit. Also er hat gesagt, es werden Kriege geben, es werden Spaltungen geben, es werden Katastrophen geben. Das sind erst die ersten Wehen. Bevor ein Kind auf die Welt zur Welt kommt, gibt es Wehen. Und oft gibt es mehrere Wehen. Oft täuscht man sich. Man denkt, ah, jetzt kommt, aber es ist noch nicht. Das sind erst die ersten Wehen, bevor der Mascha wieder zurückkommt, um seine Gemeinde zu holen. Nicht seine Gemeinden, aber seine Gemeinde, also eine Gemeinde. Diese Gemeinde ist eins. Unsere Gemeinde besteht aus verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen sozialen Klassen. Aber im Prinzip haben wir das alles verlassen. Wir sind eins in ihm. Deswegen sagt die Bibel zu uns hier ganz klar, wir lesen nochmal ab Vers 26, denn ihr seid alle durch den Glaube, nicht durch die Tat, aber durch den Glaube, sind wir Söhne und Töchter Elohims. Durch den Glaube. Halleluja. Wir sind durch den Glaube an ihm, sind wir seine Söhne, sind wir Söhne Elohims in Yeshua. Wo ist der Yeshua? Der Yeshua ist der König von Jerusalem. Amen. Und er kommt mit seinem Königreich demnächst runter, um seine Söhne und seine Töchter zu holen. Die Kinder vom Himmelreich Elohims. Also im Prinzip haben wir an dem Tag, wo wir ihn empfangen haben, haben wir sozusagen unsere Nationalität, die ist uninteressant geworden. Unsere Hautfarbe ist uninteressant geworden. Unsere Rasse, unsere Dialekte sind uninteressant geworden. Halleluja! Wir sind eins. Diese ganze Vielfältigkeit oder diese ganze Vielfalt ist einfach nur, hat der Herr uns gegeben, um uns seinen Reichtum zu präsentieren. Wie reich, wie groß er ist. Aber das soll uns nicht spalten. Amen. Die Dinge, die wir sehen in den Medien, sollen uns einfach nur ermahnen, dass der Herr bald zurückkommt. Aber die sollen uns nicht spalten. Halleluja. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Natürlich sind wir dagegen Gewalt, gegen Vergewaltigung, gegen Mord. Denn das Wort ist dagegen. Das Wort sagt, du sollst nicht morden, du sollst nicht töten. Natürlich sind wir dagegen. Aber wenn wir sowas uns anschauen, wenn wir sowas konsumieren, müssen wir aufpassen, dass es keine Spaltung in uns wieder bewirkt. Halleluja. Denn der Glaube kommt von dem, was wir hören. Was konsumierst du? Womit beschäftigst du dich? Informieren ist nicht schlecht.
Aber die gewisse Dosis, wir brauchen ein Gleichgewicht. Halleluja. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Das soll keine Spaltung in uns bewirken. Das soll keinen Hass in uns bewirken. Weil sonst weichen wir vom wahren Weg ab. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind Menschen. Wir sind noch in diesem Fleisch. Wir sind noch hier drin. Und deswegen müssen wir sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Halleluja. Es gibt, er sagt, wir sind alle Söhne und Töchter in ihm, indem wir in ihm glauben, indem wir ihn angenommen haben. Wir können es, den Vers kennt jeder, wir können es noch gerne nochmal anschauen, und zwar in Johannes. Johannes, Kapitel 1. Ab Vers 12. Alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Elohim zu werden. Alle, die ihn angenommen haben. Wen? Joshua. Wer ist Joshua? Das Licht, die Wahrheit, die Lösung, die Gerechtigkeit. Auf dieser Erde wird es keine Gerechtigkeit mehr geben. Was möchte ich damit sagen? Dass wir nicht mehr für die Wahrheit dastehen sollen, dass wir nicht mehr für die Gerechtigkeit dastehen sollen, dass wir nicht mehr auf die Straße gehen sollen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber welche Motivation hast du dahinter? Andere Leute profitieren davon und bringen Spaltungen. Das ist easy zu sagen, ja, siehst du, die haben einen Schwarzen in Amerika umgebracht. Und das kann ganz einfach Spaltung bringen, Hass gegenüber unsere hellhäutige Geschwister. Aber das soll nicht sein, weil in Christus gibt es das gar nicht mehr. Amen. In Christus gibt es das gar nicht mehr. Wir haben gesehen, dass in Dijon, dass es da Schießerei gab und Mord und Schießereien gab zwischen Tschetschenien und Araber. Aber das soll keine Spaltung bringen in der Gemeinde und auch nicht unseren Herzen. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Aber soll uns einfach auch nur ermahnen: Der Herr steht vor der Tür und er kommt bald zurück. Halleluja. Diese Erde wird vergehen. Wir werden da stehen, wir werden immer da. Wir sind da, wir sind die Verteidiger vom Evangelium, Verteidiger der Wahrheit, Verteidiger der Liebe Joshua. Aber eins muss uns bewusst sein: Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind von oben, von droben kommen wir. Und unser Vater wird kommen, uns wieder zu holen. Die den Glauben an ihn nicht verlieren werden. Denn die Bibel sagt, wenn der Menschensohn zurückkommt, wird er noch Glaube finden. Wir haben einen Kampf, und zwar der Kampf um unser Glaube. Der Teufel möchte uns unseren Glauben wegnehmen. Und das kann er auch durch Spaltung machen. Dass er dich beeinflusst, dass der Hass wieder reinkommt. Amen. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Die Bibel sagt, aber allen, die ihn aufgenommen haben, denen gab er das Anrecht, Kinder Elohims zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt keinen anderen Heiland, keinen anderen Namen, in dem wir Errettung kriegen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nur ein einziger Name uns gegeben, der Name Joshua. Und das ist der Name, der uns verbindet. Der Name, der die Grenzen sprengt. Der Name, wo es keine Spaltung mehr gibt. Keine Frau, kein Mann, kein Grieche, kein Jude, kein Afghaner, kein Araber. Aber wir sind eins in ihm. Wir sind eine Rasse. Und welche Rasse? Mensch. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier viele Länder, viele Nationalitäten. Aber in den Augen vom Herrn, er hat nur zwei Städte, sieht er. Und zwar, er kennt zwei, in seinen Augen gibt es zwei Städte: Jerusalem und Babylon. Und alle, die ihn angenommen haben, die gab er das Anrecht, Kinder vom neuen Jerusalem zu sein. Trotz seiner Herkunft, trotz seiner Hautfarbe, trotz deiner Vergangenheit. Aber wir sind alle eins in ihm. Halleluja. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Wille des Fleisches, noch aus dem Wille des Mannes, sondern aus Elohim geboren sind. Unabhängig, ob die Leute wollen oder nicht, unabhängig, ob die Leute die das wünschen oder nicht. Aber sobald du ihn angenommen hast, bist du durch ihn in ihm geboren. Amen. Wir werden uns noch einen Vers anschauen. Und zwar in Römer 10. Römer 10. Ab Vers 12. Römer, wo bist du? Römer 10, Vers 12, denn. Und er sagt dasselbe. Er sagt,
es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der ihn, wissen, es gibt keine Spaltung mehr. Jeder, der seinen Namen anruft, ist in ihm gerettet. Jeder, egal wo er herkommt. Egal, ob der reich, arm ist. Egal, ob der jung oder alt ist. Aber jeder, der ihn in Wahrheit anruft und im Geist anruft, ist durch ihn gerettet. Seien wir vorsichtig. Bewahren wir unser Herz. Bewahren wir unser Herz. Er hat gesagt, er hat uns dieses weiße Kleid angezogen. Lassen wir das weiße Kleid nicht beschmutzen durch die Welt. Das soll uns einfach nur ermahnen. Soll uns nur mal wecken, dass die Zeit ist nah. Die Zeit ist gekommen. Wir müssen weiter im Gebet bleiben. Weiter in der Bibelstudie bleiben. Weiter fürbitten für die Nationen. Halleluja. Denn der Herr kommt bald zurück. Wir lesen noch ein Vers, und zwar in Kolosser 3. Kolosser 3, sagt uns ab Vers 11, oder Vers 9 können wir sogar lesen, da steht, lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt, mit seinen Handlungen, und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, noch Skite, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. Wir sind eins im Christus, unzertrennlich. Und da sehen wir, dass die Basis davon Liebe ist, der Grund Liebe ist. Die wahre Liebe, die Liebe von Joshua. Halleluja. Wir sind eins in ihm. Lassen wir uns nicht spalten. Lieben wir miteinander. Lieben wir den Herrn von unserem ganzen Herzen, von unserem ganzen Gedanken, von unserer ganzen Kraft. Und lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst. Unabhängig davon, was wir sehen. Aber die Liebe, wir werden sehen. 1. Korinther 13. Alles wird vergehen. 1. Korinther 13. Danke, Joshua. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen, ist die Liebe. Halleluja. Die Liebe. Lassen wir uns nicht beeinflussen, aber beeinflussen wir die Welt mit der Liebe. Wir sind Botschafter vom Neuen Jerusalem. Wir sind da, um das Neue Jerusalem zu repräsentieren. Halleluja. Wir sind eine Rasse, die Rasse Mensch. Eine Rasse, die auserwählte Rasse. Die erkaufte Rasse von Maschia. Wir sind eins. Eins. Und bleiben wir eins. Trotz Dinge, die wir sehen können, hängen wir an dem Herrn. Denn in ihm sind wir eins. Wir sind nicht eins, wenn wir uns die Hände halten. Wir sind nicht nur, das kann auch sein, aber oft ist es nicht, leider nicht so. Aber wir sind eins, indem wir das umsetzen, was der Meister von uns verlangt. Wir sind eins, indem wir in seinem Wort wandeln. Wir sind eins, indem wir an ihm glauben. In guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind eins, indem wir sein Wort umsetzen. Das verbindet uns. Joshua verbindet uns. Joshua macht aus uns eins. Halleluja. Seid gesegnet im Namen Joshua. Amen.